Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Die heutige Folge heißt, nimm den Rest. Wir werden heute aus Resten bauen. Das mache ich eigentlich schon seit einer Woche. Ich habe das ein oder andere kleine Ding hier für die Werkstatt gebaut aus Resten. Und vor kurzem habe ich mich inspirieren lassen von Jonas Winkler. Der Jonas, der schlaue Hase, der hat mal was richtig Cooles gebaut. Und zwar hat er sich so eine Musikbox gebaut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich will mir so eine Multimedia-Station bauen, wo ich dann mein Smartphone ablegen kann und dann auch automatisch geladen wird. Musik in der Werkstatt finde ich entspannend, sehr, sehr cool. Macht Spaß, dabei zu arbeiten. Und das werde ich heute mal etwas in schön machen. Also legen wir los, ab, rüber, etwas Holz besorgen. Und hier ist das gute Stück Eiche. Hier sind ein paar Risse drin. Die werden wir natürlich raussägen, vielleicht mit dem dicken Hobel noch ein bisschen arbeiten, dass wir da die Oberfläche sauber bekommen, gerade bekommen. Ja, aber erstmal raussägen und dann schauen, was wir daraus machen können. Ja, jetzt haben wir hier ein paar Stücke, dann haben wir 4 Stücke daraus gemacht. Das ist ja auch immer wieder so ein Akt. Jetzt heißt es warten und hoffen, dass das alles fest ist und schön sauber verleimt ist. Das sieht gut aus.
Das ist jetzt die Grundplatte, unsere Soundbar, die ich hier so ungefähr platzieren werde. Dann habe ich wieder mal zwei Reste aus irgendwelchen Projekten. Die werde ich jetzt dafür nehmen, um hier das hier so zu befestigen. Später kommt hier dann das Smartphone drauf und dafür habe ich mir mal vor langer, langer Zeit eine Ladestation, so eine Induktionsladestation gekauft. So sieht das Ganze aus. Worauf wir achten müssen, das steht aber auch in der Beschreibung drin von dem Gerät, dass zwischen dem Smartphone und dem Ladegerät maximal 7 mm sein dürfen. Sonst lädt das Ganze nicht. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier maximal 7 mm Material übrig haben und das Ganze dann dort reinlegen, befestigen und dann kann das Ganze laden. Messen wir mal genau die Mitte aus. Kontrollieren das Ganze noch einmal, ob es passt. Ja, das ist echt zu eng. Machen wir 5,5. Das wird jetzt an den Kanten echt sehr knapp, weil hier an der Kante habe ich wirklich sehr wenig Material. Vielleicht muss ich ja auch gar nicht so weit. Nehmen wir uns hin. Nehmen wir uns hier den 10 mm. Ihr habt gesehen, dass ich hier eine größere Grundplatte genommen habe. Somit habe ich nämlich eine größere Auflagefläche, kann dann sicherer arbeiten, ohne dass mir das kippt und ich dann irgendwo schlechte Ergebnisse habe. Machen erstmal mit einem sehr dünnen Bohrer ein Loch, damit wir auf der oberen Platte und auf der unteren Platte schon mal eine bündige Markierung haben. Hier kommen jetzt die Hülsen rein, diese Gewindemuffen. Die habe ich ja schon ein paar Mal benutzt. Wir haben einen Durchmesser von 8 mm. Dann nehmen wir uns mal einen 7er Bohrer. Nehmen wir hier ein bisschen Bienenwachs, tupfen das hier rein.
jetzt kleben wir das mal hier fest. Mit Heißkleber ein paar Tropfen. Nehmen wir uns wieder hier unsere Grundplatte, wo wir ja das schöne Stück montieren werden. Das müssen wir uns ausrichten. Messen hier mal den Abstand aus. Gucken, das passt. Das können wir jetzt hier wegnehmen. mm lange Dübel, 10 mm dick, davon die Hälfte sind 20 plus etwas Leim, machen wir pro Bohrung 22. Dann nehmen wir hier genau die Mitte von der markierten Fläche, hier nochmal einen Dübel rein und in die Mitte. Dazu nehmen wir jetzt mal unsere 10er Zentrierspitzen. Das sind nur zwei Stück von da. Halten jetzt das Stück an der Markierung. Noch nicht draufdrücken. Ja, nehmen den jetzt, setzen den hier hin. Dass das passt, ey. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert. So. Warum willst du nicht rein, ey? Komm, mach keinen Shit. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel Leim, vermute ich. War klar. So lassen wir das jetzt erstmal. Mit etwas Wasser und einem kleinen Pinsel können wir das hier schön wegwischen. Jetzt machen wir mal hier die Zwingen ab. Eine halbe Stunde sollte reichen dafür. Bevor wir das Ganze jetzt festschrauben, trage ich da etwas Wachs auf. Thank you.
So, die Befestigung an der Wand, die werde ich ganz einfach machen. Und zwar habe ich hier zwei Winkel. Das mit den Winkeln, das habe ich jetzt wieder rückgängig gemacht. Das sieht echt schlimm aus. Ach, das ist echt Blödsinn gewesen. Ich nehme mir jetzt hier so wieder mal Reste. Da habe ich auch schon mal einmal hier 45 Grad zugesägt. Jetzt werde ich das nochmal auf der anderen Seite auch nochmal zusägen. Und dann machen wir das unten als Stütze. Und somit ist die Konstruktion jetzt fest und stabil und sieht meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Das ist die Steckdosenleiste. Das Besondere daran ist, dass ich hier noch zwei USB-Anschlüsse habe. Da ich nämlich nicht nur das Handy da dran aufladen kann, sondern meine Powerbanks oder sonst was, Video-Equipment, kann ich direkt hier ablegen und aufladen. Musikbox. Und dann das Handy drauf. Und es lädt. Perfekt. Super. Ab jetzt komme ich einfach in die Werkstatt, lege mein Smartphone drauf, es wird automatisch geladen, kann die Musik drüber laufen lassen. Ja, was will man mehr? Man hat das ganze Material, was einfach so rumlag, für was Sinnvolles genutzt und meiner Meinung nach sieht es auch noch hübsch aus. Eine Sache möchte ich noch kurz sagen, falls ihr euch auch überlegt, so eine Induktionsaufladestation oder so ein Aufladegerät zu kaufen, müsst ihr bitte beachten, dass euer Smartphone auch dafür geeignet ist. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung, ich habe es verlinkt. Und da könnt ihr mal gucken, ob euer Gerät eventuell auch aufgelistet ist, wenn es euch natürlich interessiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Robert hat geschrieben.